und die Situation noch ein bisschen auf den erläutern, in der wir uns befinden. Sie alle kennen das, vielleicht trage ich Eulen nach Athen. Dennoch seien mir einige einführende Worte gestattet. Forschung zu betreiben, konstatierte 2006 der am Wissenschaftszentrum Berlin tätige Soziologe Mark Torka, heißt heute vor allem, Projekte zu konzipieren, zu lancieren und gegebenenfalls auch durchzuführen. Gestützt wird seine These, die Projektform sei mittlerweile quasi das Normmodell von Wissenschaft, durch eine kürzlich veröffentlichte Einschätzung des Wissenschaftsrates zur Hochschulfinanzierung in Deutschland. Zusammengefasst lässt sich daraus ablesen, dass innerhalb von 13 Jahren sich die relativen Drittmittelausgaben der Universitäten mehr als verdoppelt haben. Diese Entwicklung wurde durch die im November 2006 von Bund und Ländern gestattete Exzellenzinitiative zur Förderung von Wissenschaft und Forschung an deutschen Hochschulen zusätzlich beschleunigt. Aber auch die Binnenstruktur der Programmportfolios der großen Forschungsfördereinrichtungen, allen voran der Deutschen Forschungsgemeinschaft, befinden sich im Wandel. Der Finanzierungsumfang von Einzelanträgen im Normalverfahren sank in den letzten Jahren auf unter 30%. Zugleich stiegen die Ausgaben für die sogenannten koordinierten Programme auf nahezu 60%. Diese betreffen vor allem die für die Profilierung von Universitäten außerordentlich bedeutsamen Sonderforschungsbereiche, Graduiertenkollegs und Forschungszentren sowie die Aufwendungen für die drei Programmlinien der Exzellenzinitiative, Graduiertenschule, Exzellenzcluster und Zukunftskonzepte. Meine sehr verehrten Damen und Herren, setzt man diese Eingangsaussage weiter fort, so muss man konstatieren, Forschung zu betreiben heißt inzwischen also vor allem in großformatigen und nicht selten ortsverteilten Projektverbünden über die Grenzen von Disziplinen und Institutionen hinweg zusammenzuarbeiten. Unter den Bedingungen des Digitalen, aber hat dieser förderstrategische Imperativ eine völlig neuartige Qualität erhalten, die letztlich auch den sich gegenwärtig vollziehenden Strukturwandel der Wissenschaftskommunikation unter dem Paradigma des Open Access befeuert und den Forschenden nicht unerhebliche Anpassungsleistungen abverlangt. Konkret erwartet die DFG im Rahmen der Antragstellung im Programm Sonderforschungsbereiche belastbare Aussagen sowohl zum Management und Publikation der im Projektkontext gewonnenen Forschungsdaten als auch zum geplanten Einsatz digitaler wissenschaftlicher Kommunikationsinstrumente. Gemeint sind hier die virtuellen Forschungsumgebungen, Wiki, Blogs und soziale Netzwerke. Und vielleicht deutet die nachdrückliche Empfehlung der DFG beim Aufbau von projektspezifischen Informationsstrukturen auf die Expertise von wissenschaftlichen Bibliotheken zu rekrutieren, darauf hin, dass Forschungsfinanzierung und Forschungsinfrastrukturförderung künftig immer stärker verschmelzen. Gerade vor diesem Hintergrund ist es mir eine besondere Freude, heute einen Kollegen in die Staatsbibliothek begrüßen zu dürfen, dessen Haus die angesprochenen Herausforderungen ebenso dynamisch wie innovativ angegangen ist und dies keineswegs nur im nationalen Vergleich hervorragend tut. Mehr noch, als Direktor der Deutschen Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften und Lehrstuhlinhaber für Medieninformatik an der Christian-Albrechts-Universität steht Herr Dr. Klaus Tochtermann sogar in einer Person für die wissenschaftspolitisch integrierte Einheit von Forschung und Infrastrukturentwicklung. Ein Blick auf die Doppelfunktion sowohl unseres Gastes als auch der von ihm geleiteten Institution erscheint Herr Tochtermann aus meiner Sicht geradezu prädestiniert dafür zu sein, dem hochgradig interdisziplinären Verbundprojekt Science 2.0 sein Gesicht zu geben. Denn Untersuchungsgegenstand dieses Vorhabens
zu dem sich 24 universitäre wie außeruniversitäre Forschungseinrichtungen für 5 Jahre unter dem Dach der Leibniz-Gemeinschaft zusammengeschlossen haben, sind die jüngsten webbasierten Technologieentwicklungen und die dadurch indizierten Veränderungen der wissenschaftlichen Forschungs- und Publikationsprozesse. Wir sind also gespannt auf Ihre Ausführungen. Zuvor erlauben Sie mir noch einige Worte zu Ihrem wissenschaftlichen Werdegang. Nach der Promotion an der Technischen Universität Dortmund im Fach Informatik forschte Klaus Tochtermann zunächst am Center for Studies of Digital Libraries in der Texas A&M University und kehrte 1997 als Bereichsleiter am Ulmer Forschungsinstitut für anwendungsorientierte Wissenschaftsverarbeitung nach Deutschland zurück. 5 Jahre später erhielt er die Lehrbefugnis für angewandte Informationsverarbeitung durch die Technische Universität Graz, wo er ab 2004 als ordentlicher Universitätsprofessor lehrte. 2010 folgte Herr Tochtermann einem Ruf der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel auf eine Professur für Medieninformatik, verbunden mit der Leitung der dortigen Deutschen Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften. Das ist wie ein roter Faden, der sich durch ihre Entwicklung entzieht und fast folgerichtig dort letztendlich seinen gegenwärtigen Punkt gefunden hat. Sie haben zahlreiche Veröffentlichungen in den letzten Jahren verbracht und auf eine möchte ich nur hinweisen, das ist bereits in der dritten Folge erschienen im Jahre 2012, das Handbuch Web 2.0 und Social Media in der Unternehmenspraxis. Lieber Herr Tochtermann, erstmal vielen Dank nochmal, dass Sie gekommen sind. Und jetzt haben Sie das Wort und wir freuen uns auf Ihren Vortrag. Vielen Dank. Herzlichen Dank für die nette und freundliche und vor allen Dingen umfassende Einführung meiner Person und des Hintergrundes, in dem ich derzeit wirke. Herzlich willkommen hier, schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich freue mich darauf, in den nächsten 35, 40, 45 Minuten vorstellen zu dürfen, was wir im Forschungsverbund Science 2.0 für Themen adressieren. Ich werde Ihnen vorstellen, was für Fragestellungen im Raum stehen, werde Ihnen auch darstellen, was die Motivation ist, sich mit den Fragestellungen zu befassen und werde Ihnen auch in Teilen schon vorstellen, welche Ergebnisse wir schon erzielt haben. Bevor ich das tue, erlauben Sie mir, Ihnen kurz die ZBW vorzustellen. Haben wir das auch? Erlauben Sie mir kurz die ZBW vorzustellen, da oben im Norden in Kiel und Hamburg, wo es in dieser Jahreszeit viel wärmer ist als in Berlin. Wir sind eine wissenschaftliche Bibliothek, das ist schon mal ganz wichtig, eine Bibliothek speziell ausgerichtet zur Unterstützung der Wissenschaftscommunity, der Wissenschaftsgemeinschaft in den Wirtschaftswissenschaften. Also wir haben eine sehr klar definierte Zielgruppe. Bezogen auf unseren Bestand sind wir sogar weltweit die größte Bibliothek mit Literatur für die Wirtschaftswissenschaften. Unser Bestand ist natürlich im Vergleich hier zur sagenumwobenen Staatsbibliothek zu Berlin gering. Wir haben 4,2 Millionen Bücher. Hier in Berlin haben Sie Größenordnung 11 Millionen Bücher. Wir sind ganz stolz, dass wir in 6 Jahren unser 100-jähriges Jubiläum feiern dürfen. 1919 wurden wir gegründet. Hier sind wir in einer Einrichtung, die 2011 ihr 350-jähriges Jubiläum hatte. Wir haben darüber hinaus zahlreiche Zeitschriften, Katalogeinträge. Wir sind stolz, 260 Beschäftigte zu haben. Und hier in Berlin ist es ungefähr 3-mal so viel. Man ist hier weit über 800. Wir tun das alles mit einem Budget, was innerhalb von Leibniz doch signifikant ist, von Größenordnung 20 Millionen Euro. Ich glaube, dieses Jahr kommen wir knapp an die 21 Millionen Euro Grenze heran. Und Bibliotheken sind immer sehr stolz auf ihre Gebäude. Auch ich möchte Ihnen mal von außen zeigen, wie es da bei uns aussieht. Also das linke Gebäude ist das in Hamburg. Das liegt sehr zentral am neuen Jungfernstieg. Vorne sehen Sie die Binnenalster. Weiter links runter ist dann die Innenstadt von Hamburg und Hotel 4 Jahreszeiten ist Ihnen vielleicht ein Begriff.
Auf der rechten Seite sehen Sie den Kieler Standort im Vorfeld der Olympiahafen von 1936. Und wenn wir in die Gebäude hineingehen, haben wir auch Lesesäle, die natürlich nicht so prächtig sind wie die Lesesäle hier, aber der Blick ist prächtig, den Sie aus den Lesesälen haben. Nur während der Kieler Woche, aber für die eine Woche lohnt es sich, in unseren Lesesaal zu kommen und diesen herrlichen Blick zu genießen. Also da ist man schon sehr stark abgelenkt von dem täglichen Tun. So sieht das dann aus. Gut, steigen wir ein ins Thema. Wir erleben eine dramatische Veränderung im Umgang mit Medien. Im 20. Jahrhundert war das alles relativ klar. Das war eine Einwegkommunikation. Man hatte Printmedien, Telefon, Video, Fernsehen und von dort, so war die Governance-Struktur, wurde hin zu den Endkunden kommuniziert und Medien vermittelt. Wir waren also alle in die Rolle des Empfängers hineingedrängt worden. Und das hat sich natürlich jetzt mit dem Ereignis des sogenannten Social Web dramatisch geändert. Wir haben jetzt 2,3 Milliarden Internetnutzer und Nutzerinnen und jeder von uns kann dank der neuen Technologien im Social Web auch zum Sender von Inhalten werden. Warum ist das? Weil es immer einfacher für uns wird, Inhalte auch online zu erstellen. Als ich damals, das war 1995, die Webseite für unser Institut in Dortmund erstellen sollte, braucht man Informatikkenntnisse, um irgendwie die Verlinkungen zwischen einer HTML-Seite und einer anderen Seite zu vollziehen. Also man musste ein Expertenwissen haben. Heutzutage geht das alles ganz, ganz einfach. Sie sind in der gängigen Wiki- und Blog-Softwaren drin, schreiben ihre Texte und verlinken ganz einfach. Also wir alle sind jetzt viel besser in die Lage versetzt worden, mit den neuen Medien Informationen zu vermitteln. Nicht nur zu empfangen. Und das hat natürlich auch dramatische Auswirkungen auf die ganze Governance-Struktur jetzt im Social-Media-Bereich, weil nicht mehr die Content-Owner, also die Verlage, die Publishing-Industry diejenigen sind, die die Inhalte pushen, sondern wir alle können das. Also wir sehen das natürlich bei YouTube, dem Videoportal, wir sehen das bei Flickr, wo wir alle unsere Inhalte reinstellen. Ob das in dem Sinne so freizügig, wie es zum Teil gelebt wird, immer richtig ist, ist eine andere Diskussion. Wir können es aber. Und das Ganze hängt, ich habe es schon adressiert, damit zusammen, dass sich das Web sehr stark geändert hat. Wir haben jetzt das Web 2.0, man sagt auch, das ist das We in the Web, das Mitmach-Web. Wir alle sind jetzt in der Lage, in diesem World Wide Web selbst uns einzubringen, aktiv, mit Inhalten. Wir können uns vernetzen mit anderen und das sind die beiden großen Bereiche, die ich vorher also adressieren möchte. Content Sharing, das heißt, wir können Inhalte erstellen. Wir werden später auch sehen, wissenschaftliche Inhalte, die wir dann in sozialen Netzwerken verteilen können in eine definierte Gemeinschaft hinein. Und dieses Web 2.0, dieses also 2.0, das ist inzwischen die Ikone des Innovativen, des Mitmachens geworden in vielen verschiedenen Bereichen. Als ich noch in Österreich war, haben wir Knowledge Management 2.0 gemacht. In der neuen deutschen Universitätszeitung, also neue Ausgabe jetzt von Februar, ist eine der Überschriften Hochschule 2.0, University 2.0. Für uns in den Bibliotheken natürlich Library 2.0 und heute im Rahmen des Vortrags Science 2.0. Da möchte ich Ihnen erklären, was ist das eigentlich und das will ich tun zunächst mal an Beispielen. Einfach an Beispielen, damit Sie sehen, was wir darunter verstehen. Und das Beispiel bezieht sich auf unseren Open Access Repository. Open Access Repository heißt, wir haben also vereinfacht gesagt eine Datenbank und die Datenbank dient dem Zweck, Online-Veröffentlichungen zugänglich zu machen, also Veröffentlichungen als PDF online zugänglich zu machen. Wir erreichen mit dieser Datenbank ungefähr 90% aller Wirtschaftsinstitute in Deutschland, universitär und außeruniversitär. Die stellen uns zur Verfügung, also der ZBW, ihre Veröffentlichungen. Sofern sie die Rechte haben, können wir sie dort Open Access verfügbar machen und sind dafür zuständig, quasi diese Inhalte hinaus zu pushen in die Forschungsgemeinschaft. Und Sie sehen unten in der Kurve, dass die Zahlen dramatisch steigen. Also im Zeitraum 2010 bis 2012 ist der Zuwachs an Downloads, also an Zugriffen auf Inhalten in diesem Repository um 82% gestiegen. 82% innerhalb von 3 Jahren. So, das ist die Literatur, die kommt von den Instituten in Deutschland zur ZBW. Und wir machen die da verfügbar. Wir haben so die Top
5 Downloads eines Monats. Und da sieht man eben, dass die Zugriffsraten auch für die einzelnen Beiträge recht hoch sind. Aber was passiert jetzt eigentlich mit diesen Beiträgen im Social Web? Das haben wir unter Kontrolle. Was ich Ihnen gleich zeige, haben wir nicht unter Kontrolle. Wir schauen in Twitter rein, ne, dieser Kurzinformationsdienst. Und wir finden plötzlich in Twitter Beiträge von einem José Luis Cárdenas, der auf einen Beitrag von Econstore verweist. Also er hat da einen kleinen Tweet und hat einen Link auf einen Beitrag, der bei uns veröffentlicht wird. Das ist ein Phänomen, da haben wir keine Kontrolle drüber. Das passiert einfach. Es passiert genauso, dass Beiträge von uns in der Wikipedia aufscheinen. Also hier ist ein Beitrag über Intershare Communications, das ist ein amerikanisches Unternehmen im Bereich E-Commerce. Und unten in den References ist ein Beitrag einmal angelegt. Wenn Sie dort draufklicken, landen Sie in einer Veröffentlichung von Econstore. Auch das haben wir nicht gemacht, das macht die Community. Und der dritte Beitrag, ganze Beiträge aus Econstore erscheinen in wissenschaftlichen Blogs. Und das ist eine Form des, wir nennen das virales Marketing, von Forschungsinhalten, die wir derzeit in dieser Form nicht beeinflussen können. Das ist eine Community-Bewegung und diese Bewegung findet derzeit statt. Und Science 2.0 versucht nun, die Wirkungsmechanismen dieser Bewegung zu verstehen und auch mitzugestalten. Also Wirkungsmechanismen, was heißt das zum Beispiel hinsichtlich der Forschungs- und Publikationsprozesse, wenn jetzt solche Literatur ganz breit zugänglich gemacht wird und auch die Prozesse insgesamt viel schneller werden, weil natürlich die Informationsvermittlung deutlich schneller ist als wie klassischerweise in Wirtschaftswissenschaften im Printmedium, wo es durchschnittlich 2 Jahre dauert, bis die Publikation in der Zeitschrift erscheint. Das also motivierende Beispiele, das heißt, es ist ein Ereignis, das stattfindet. Die Community nimmt sich die Literatur und packt sie in ihre Umgebung rein, wo sie sich gerade mit bewegen. Und wenn man jetzt in die wissenschaftliche Perspektive schaut, dann gibt es 4 Bestimmungsstücke für Science 2.0. Das erste ist Science 2.0, so wird gesagt, befasst sich mit neuen Technologien, die dazu beitragen, ganze Wissenschaftsdisziplinen neu zu organisieren und Collaboration, also Zusammenarbeit zu verstärken. Es wird also viel einfacher, auch über das Social Web miteinander über große Distanzen zu arbeiten. Eine andere Charakterisierung ist, dass die Kommunikation innerhalb des wissenschaftlichen Netzwerks deutlich vereinfacht wird. Wir können, ich werde es später auch zeigen, in den Wikis, in den Blogs schnell zu einem wissenschaftlichen Beitrag Kommentare schreiben. Wir können uns viel schneller austauschen, als es eben traditionell, ich kontrastiere mal, in Science 1.0 der Fall war. Dadurch entsteht ein Open Discourse, also ein offener Diskurs, in dem man sich gegenseitig kritisiert, Vorschläge macht, Ideen teilt und Daten teilt, also Forschungsdatenmanagement ist beispielsweise auch ein großes Thema in unserem Verbund. Und schließlich, durch all diese 3 Elemente wird es eine Mitmach-Science, eine Participatory Science, sodass auch die Grenzen zwischen den Forschenden und der Öffentlichkeit in zunehmendem Maße verschwinden. Wir haben zwischendrin beispielsweise eine Rubrik der Citizen Scientists. Also das sind die, wie sollen wir sie nennen, also die Hobbywissenschaftler oder die wissenschaftlich Interessierten, die eben auch in verstärktem Maße teilhaben möchten und mitmachen wollen an dem, was in den klassischen Forschungseinrichtungen passiert. Dieses Phänomen erkennend hat zum Anlass geführt, sich um einen Forschungsverbund zu kümmern. Das ist ein strategisches Instrument der Leibniz-Gemeinschaft. Die Leibniz-Gemeinschaft, eine der 4 großen außeruniversitären Forschungsorganisationen hier in Deutschland, möchte sich inhaltlich positionieren über solche Forschungsverbünde. Derzeit sind 9 dieser Forschungsverbünde ins Leben gerufen. Wir machen Science 2.0, also die ZBW hat es initiiert. Wir hatten zum Zeitpunkt der Antragstellung 15 Leibniz-Institute, die mitmachen, 8 Universitäten und außeruniversitär die Wikimedia Foundation, weil die einen besonderen Fokus auf Open Access hat. Und ansonsten war das bislang so wie bei Twitter. Sie können in Twitter einen Account anlegen, tun nichts und kriegen neue Follower. Hier war das so ähnlich. Science 2.0, irgendwie, ich halte da hier und da mal einen Vortrag und wir kriegen neue Follower. In dem Sinne, dass wir inzwischen 6 weitere Einrichtungen aus Deutschland haben, die unbedingt mitmachen wollen. Wir haben am
12., 13., nee, da ist Berufung, 13, 14., 15. Februar haben wir unseren Kick-Off-Workshop, also wir wurden genehmigt zum 1. Dezember, seitdem sind wir operativ und die Projekte innerhalb des Verbundes werden jetzt Mitte Februar definiert und da werden die 6 neuen Partnerorganisationen auch sich vorstellen und zeigen, welchen Beitrag sie leisten können. Wichtig ist, dass der hochgradig interdisziplinär ist. Wir haben sehr viele Disziplinen drin, die Wirtschaftswissenschaften, die Sozialwissenschaften, die Geisteswissenschaften, die Ingenieurwissenschaften, die Museen. Also es geht wirklich sehr stark durch die Wissenschaftsdisziplin. Das muss auch sein, weil wir eben Science 2.0 mit einem ganzheitlichen Anspruch adressieren wollen und nicht nur für eine bestimmte Disziplin. Und wir werden gleich sehen, in den Disziplinen gibt es enorm große Unterschiede. Das ist die komplexe Formulierung des Zieles. Also in solchen Forschungsanträgen muss man eben auch irgendwie komplexe Formulierungen haben. Das ist so eine. Es geht also, das ist das Ziel des Forschungsverbunds, um die Erschließung von neuen Forschungs- und Entwicklungsfeldern, die sich eröffnen dadurch, dass wir neue partizipative und kollaborative Technologien im Internet haben. Und wir möchten das tun für alle Phasen von Forschungs- und Publikationsprozessen. Also von ganz früh bis ganz ans Ende. Das Ganze, und jetzt erkläre ich Ihnen die Logik, machen wir entlang von 3 Grand Challenges, die wir identifiziert haben. Da ist die erste große Herausforderung New Working Habits, also neue Arbeitsgewohnheiten. Das heißt, wie verändert das Science 2.0 die Arbeitsgewohnheiten der Forschenden? Das ist die erste große Challenge, die wir adressieren. Wenn wir das verstanden haben, dann können wir gucken, wie steht es denn mit den Technologien, die zur Verfügung stehen. Sind die Technologien, die wir haben, geeignet dafür oder nicht? Brauchen wir neue? Wir entwickeln auch neue Technologien. Und dann in der dritten Grand Challenge schauen wir, sind die Technologien, die wir entwickelt haben, wirklich geeignet für das, was die Zielcommunities brauchen, also User Behavior Research, also Nutzungsanalysen, Usability Analysen und Ähnliches. Das ist wichtig. Ich bin ja selbst Informatiker. Wir Informatiker können alles Mögliche entwickeln, was mitunter niemand braucht. Und damit sichergestellt ist, dass es jemand braucht, haben wir also die Challenge Nummer 3 definiert. Ich werde Ihnen jetzt im weiteren Verlauf des Vortrags diese 3 Challenges vorstellen. Und zwar so vorstellen, dass es wirklich anhand von Beispielen auf so transparent wird, dass Sie eigentlich in die Lage versetzt werden sollten, wenn Sie heute Abend nach Hause gehen und gefragt werden, was hat er denn vorgetragen, dass Sie zu jeder dieser Challenge ein Beispiel parat haben. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Also neue Arbeitsgewohnheiten, die erste Grand Challenge. Die Forschungsfragen, die hier im Mittelpunkt stehen, ist, wie verändert das Social Web die Arbeitsgewohnheiten von Forschenden? Also verändert sich beispielsweise das Publikationsverhalten, dass man nicht mehr in die Zeitschriften geht, sondern in Blogs und Wikis? Wie verändern sich die Forschungs- und Publikationsprozesse in den unterschiedlichen Wissenschaftsdisziplinen. Wir werden gleich sehen, da gibt es sehr große Unterschiede. Das sind die Fragestellungen und ich will Ihnen jetzt anhand von einigen Beispielen deutlich machen, wie da der Stand heute ist. Das erste ist, wir nehmen wahr, dass immer mehr wissenschaftliche Wikis, Scientific Wikis am Markt erscheinen. Wikis als neue wissenschaftliche Publikationsform. Hier ist mal ein Wiki, Open Wetware heißt der, der kommt aus dem Bereich der Biologie und Biological Engineering und ist durchaus bekannt. Aus dem Jahr 2005 wurde ins Leben gerufen, kommt vom MIT und wir denken mal, ja, MIT und so wird schon passen, ist eine gute Qualität. Aber natürlich sind in solchen Wikis sämtliche Qualitätssicherungsmechanismen, die wir aus Science 1.0 kennen, außer Kraft gesetzt. Science 1.0, die Qualitätssicherungsmechanismen sind die Peer Reviews, also die Begutachtungsprozesse. Man reicht Beiträge ein, Expertinnen und Experten begutachten die, ist hier außer Kraft gesetzt. Also hier kann man einfach seine wissenschaftlichen Beiträge platzieren und die Frage ist, wie wird da überhaupt Qualität sichergestellt? Wir haben wissenschaftliche Blogs. Das hier ist einer von, das ist am Ende ein Unternehmen, das dahinter steht in Amerika. Die haben auch Science 2.0 als Trademark registriert, gilt aber nicht für Deutschland. Deswegen können wir unseren Forschungsverbund Science 2.0 nennen, sonst, das haben wir also geprüft, also die Marke ist hier nicht geschützt. Und das ist so deren Einstiegsfenster. Da fällt mir als Informatiker gleich was auf. Nämlich, wo bin ich denn da verortet? Wir haben Physical Science, wir haben Earth Sciences, wir haben Life Sciences, Medicine and Social Sciences, ein Culture.
Wo ist jetzt eigentlich die Technologie verortet und die Informatik, die aus meiner Sicht inzwischen doch eine bedeutende Disziplin geworden ist, weil wir ja letztendlich diejenigen sind, die diese ganze Veränderungsthematik dadurch adressiert und ermöglicht haben, weil wir die Technologien bereitgestellt haben. Und zum ersten Mal in meinem Leben wurde ich der Kultur zugeordnet. Ich ringe noch mit mir, ob ich es als Affront auffasse oder stolz bin, endlich mal unter Kultur verortet zu sein. Also da finden Sie, und ich hätte es nicht gedacht, Technology, Mathematics, also da sind wir wohl drin. Und wenn Sie dann weiterschauen, worüber die reden, ist mal hier so ein Ausschnitt, die reden beispielsweise drüber, ich weiß nicht, ob Sie das verfolgt haben, der große Open Access Anbieter Mendeley, laufen derzeit auf Twitter die Gerüchte, dass sie von Elsevier übernommen werden. Das wäre also ein Schlag ins Gesicht der Open Access Bewegung, weil Elsevier natürlich in vielen Bibliotheken als die Heuschrecke der Verlage wahrgenommen wird. Also sowas berichten die da, das ist schon mal ganz gut, aber das Ganze ist natürlich kein Wissenschaftsblog in dem Sinne, dass dort Forschende ihre Wissenschaftsergebnisse platzieren, sondern hier reden also nach Aussage des Blogbetreibers die 100 weltbesten Forschenden darüber, was in der Wissenschaft so passiert. Aber auch hier wieder, jetzt denken wir an die Studierenden, wie können wir sicherstellen, dass die Studierenden eine Handreichung bekommen, mit deren Hilfe sie ein Gefühl dafür bekommen, ist das jetzt Material, das ich verwenden kann oder nicht. Und jetzt möchte ich noch in die Geisteswissenschaften gehen. Da gibt es dann auch immer noch die Diskussion, sollen wir blocken oder sollen wir nicht blocken. Die Überschrift oder Unterüberschrift lautet da, das virtuelle Medium ist immer noch, gilt immer noch als unübersichtlich und überflüssig. Man hat sich jetzt mal zusammengetan und unter hypotheses.org werden, und das ist schon aus meiner Sicht erstaunlich, dass man sie noch zählen kann, alle geisteswissenschaftlichen Blogs vereint. Und man hat also 330 da mal platziert. Und das ist für mich in der Tat erstaunlich, weil natürlich in den Naturwissenschaften, wir könnten die nicht mehr zählen, wie viele es da gibt. Ganz besonders interessant ist aber auch, und das Beispiel wirklich, um zu zeigen, wie unterschiedlich die Wissenschaftsdisziplin mit diesem Medium umgeht, erstaunlich und für mich ungewöhnlich, wie die Qualitätssicherung stattfindet. Dazu will ich mal hier reinzoomen. Da steht im Text, also in der vierten Spalte, das nicht kommerzielle neue Blogportal. Jedenfalls leistet sich zur Qualitätssicherung einen wissenschaftlichen Beirat sowie eine Redaktion, die Blogs und Einzeltexte zulassen, prüfen oder eigens hervorheben. Das ist natürlich überhaupt nicht Web 2.0-like. Also die Governance-Struktur im Web 2.0 ist irgendwie bottom-up. Also die Netzgemeinschaft letztendlich soll einen Beitrag dazu leisten, ob eine Veröffentlichung, ein Blogpost, ein Einzeltext angenommen wird oder nicht. Aber das ist deren Vorgehensweise. Und ich habe das Beispiel gebracht, um deutlich zu machen, wie groß die Spannungsbreite im Umgang mit diesen neuen Medien in den unterschiedlichen Wissenschaftsdisziplinen ist. Wir haben völlig neue Rückkopplungskanäle in der Wissenschaft, völlig neue Rückkopplungskanäle. Hier auf der linken Seite ein klassischer Zeitschriftenbeitrag, da gibt es dann irgendwo am Ende eine E-Mail-Adresse und wenn Sie Glück haben als Autor oder Autorin, bekommen Sie ein, zwei E-Mails mit irgendwelchen Detailfragen zu Ihrem Beitrag. In dem neuen Science 2.0, wenn Sie wissenschaftliche Wikis beispielsweise haben, haben wir völlig andere Rückkopplungskanäle. Geht viel schneller, ist viel einfacher. Die Community kann über ihre sozialen Netzwerke die Beiträge weiterempfehlen. Sie können von der Netzgemeinschaft bewertet werden, also was ja da die Geisteswissenschaften derzeit noch nicht wollen. Die machen das selbst, aber die Community kann es tun. Man kann es bookmarken, man kann es kommentieren, man kann es für die Informationssuche bereitstellen und aufbereiten. Völlig neue Formen der Rückkopplungen, die möglich sind und auch viel, viel schneller und in einem viel größeren Umfeld als in dem klassischen Printbereich. Weitere Arbeitsfelder, auf die ich nicht im Detail eingehen möchte, ich habe sie adressiert, um Ihnen deutlich zu machen, wie groß die Komplexität ist, Qualitätskriterien für wissenschaftliche Online-Publikationen. Im Printbereich haben wir Heuristiken in dem Bereich der Informationskompetenz, anhand derer wir feststellen können, eine Publikation ist was oder nicht. Also es wurde eingangs gesagt, da wurde auf unser Buch Web 2.0 in der Unternehmenspraxis verwiesen, ist in der dritten Auflage erschienen. Naja, wenn es sich dreimal gut verkauft, dann scheint das schon was zu sein. Das sind die Heuristiken aus dem Printbereich. Dreimal gut verkaufen in Wikis und Blogs ist halt schwierig. Also wir brauchen da neue Kriterien.
Wir wissen auch nicht, wie sich die beschleunigten Forschungs- und Publikationsprozesse insgesamt auf die Forschung auswirken. Was heißt das denn, wenn wir plötzlich diese neuen Rückkopplungskanäle haben, in denen wir viel besser innerhalb der Forschungscommunity miteinander publizieren können? Offen ist auch der Bereich Lizenzmodelle. Wir haben die Wikimedia Foundation drinnen und ich bin ganz froh, dass sie drin ist. Die haben nämlich einen radikalen Ansatz, auch was Open Access angeht. Denen langt es nicht zu sagen, und das vertreten Sie auch im Forschungsverbund, zu sagen, Open Access ist da zu Ende, wenn man die Leserechte für einen Beitrag hat. Die wollen also die Forschungscommunity auch dorthin entwickeln, dass man sagt, ich habe eine Veröffentlichung, sagen wir vom Klaus Tochtermann, ich stelle die irgendwo hin und versehe sie so mit einer Lizenz, dass die Netzgemeinschaft meine Veröffentlichung verändern darf und bearbeiten darf. Das ist also deren Vorstellung von Open Access, wo sie hinwollen. Ich komme zur nächsten Challenge, die Technologie. Hier ist vor allen Dingen eine Beobachtung zentral. Alle Technologien, die wir derzeit im Social Web verwenden, um Wissenschaft zu machen, wurden in ihrem Ursprung nicht entwickelt mit dem Ziel, Wissenschaft zu unterstützen. Wikis und Blogs wurden nicht dafür entwickelt, die Forschungscommunity zu unterstützen. Die Forschungsgemeinschaft hat sich dieser Werkzeuge bedient und nutzt sie, aber wir wissen nicht, ob das die richtigen Werkzeuge sind. Und die Frage ist, beeinflussen die Werkzeuge aufgrund ihrer Begrenztheit und ihrer Ausrichtung die Forschung? Das wissen wir derzeit nicht. Und andersrum die Frage, welche Technologien brauchen wir, um die Forschung bestmöglich zu unterstützen? Also das sind die beiden Fragen. Also wie können die Forschungsprozesse durch Science 2.0 Unterstützung finden und welche Werkzeuge brauchen wir dafür eigentlich? Die Technologien können uns neue Arten von Publikationen ermöglichen. Zwei kennen Sie schon, die klassische Printveröffentlichung und Scientific Wikis und Blogs. Eine Frage, mit der wir uns auseinandersetzen, ist, gibt es dazwischen drin irgendwas? Oder gibt es auf dem High-End-Bereich, also gibt es etwas, was über Scientific Wikis und Blogs hinausgeht? Und hier möchte ich Ihnen ein Beispiel vorstellen. Ja, das gibt es. Neue Formen von Veröffentlichungen sind so komplex, dass Sie die ausführen können. Ausführbare Veröffentlichungen, executable papers. Wie sieht das aus? Sie haben also eine Veröffentlichung, die ist eher aufgrund ihrer Natur nur online verfügbar, können Sie gar nicht mehr ausdrucken, geht gar nicht. Sie haben die Veröffentlichung, Sie sehen im mittleren linken Bereich diese Kurve, die da gestellt ist. Und was Sie jetzt tun können, ist in einer ausführbaren Veröffentlichung, Sie können auf die Kurve, auf das Bild draufklicken und dann wird ein Programm gestartet, das hinter der Veröffentlichung liegt, das auf die Daten zugreifen kann, die diese Kurve generiert haben und Sie können jetzt beispielsweise mit die Skalierung ändern, Sie können Datenbereiche ausblenden, Sie können vielleicht neue Daten hinzunehmen und damit haben Sie eine völlig neue Form der Veröffentlichung, die eben gar nicht mehr im Printbereich, also geht das schon mal überhaupt gar nicht und auch ausdrucken ist mitunter schwierig. Und die Veröffentlichung selbst besteht jetzt aus drei Bestandteilen, den Inhalten, den Daten, die zugrunde liegen und der Software, die die Daten verarbeiten und anzeigen kann. Ein anderes Thema, und das liegt mir ganz besonders am Herzen, weil ich ja selbst in einer Bibliothek tätig bin und Sie betrifft es vielleicht auch, ist zu schauen, wie funktionieren eigentlich die Bibliotheken bisher und was wären Wege für die Zukunft. Bibliotheken sind immer sehr stolz auf ihre Leseseele. Wir sind stolz drauf. Sie haben allen Grund darauf, auf ihre neuen Leseseele stolz zu sein. Und die Idee ist es, dass wir die Umgebungen in den Bibliotheken so gestalten, dass die Kundschaft, die Nutzerinnen und Nutzer gern dorthin kommen. Also das Paradigma ist take the user to the content. Wir machen alles so hübsch, dass die Leute zu uns in die Bibliothek kommen. Also hier ist mal unser Lesesaal so 80 Jahre zurück. Hier ist unser Benutzungsbereich heute, also ganz hübsch. Und vor allen Dingen, wenn Sie den Blick sehen, deswegen hatte ich vorhin das Foto zur Kieler Woche, alles großartig. Und die Idee ist immer, die Leute dorthin zu bringen, wo der Content ist. Das ist der traditionelle Bereich. Nun haben die Bibliotheken begonnen, natürlich auch ins Internet zu gehen mit virtuellen Fachbibliotheken. Und was sie getan haben, was auch die ZBW getan hat, ist, dass sie den Lesesaal und das Paradigma der Leseseele 1:1 in die Online-Welt übertragen haben.
Also hier sehen Sie mal unser Portal. Wir haben ein großes wirtschaftswissenschaftliches Portal, Econbiz, mit 8 Millionen Katalogeinträgen im Jahr 2002. Da sah das halt so aus. Und im Jahr 2013 sieht es so aus. Alles sehr viel übersichtlicher. Aber das Paradigma ist immer noch dasselbe. Wir haben Usability-Expertinnen bei uns, die sich darum kümmern, dieses Portal möglichst nutzerfreundlich zu machen, damit eben, und das ist wieder das Paradigma, die User zum Content kommen. Also wir wollen so machen, dass die Nutzerinnen und Nutzer sich in dieser Umgebung so wohlfühlen, wie sie sich in Lesesälen wohlfühlen. Und die Idee, die wir jetzt verfolgen, ist, das umzudrehen. Ein Paradigmenwechsel. Also nicht mehr den User zum Content zu führen, sondern wie können wir jetzt den Content zu den Usern bringen. Das ist der große Paradigmenwechsel, den wir wie folgt angehen. Und hier mal ein Szenario, ich zeige Ihnen gleich, wo wir selbst als ZBW derzeit stehen. Die Idee ist folgendes. Die wissenschaftliche Community ist in zunehmendem Maße in Wikis und Blogs unterwegs und schreiben da ihre Beiträge, hatte ich gezeigt. Ne? Also Science 2.0, der Wissenschaftsblog, oder auch die Open Wetware im Bereich der Biologie. Wir werden jetzt Technologien entwickeln, mit denen wir schauen, worum geht es in dem Textinhalt des Blogs. Diese Erkenntnis, welche Themen adressiert werden, benutzen wir als Suchanfrage an unser, in unserem Fall Econbiz-System, an unsere virtuelle Fachbibliothek. Und von dort werden dann entsprechende Ergebnisse zurückgeliefert und in den Blog hinein angeboten, hier mal etwas größer. Also Sie sehen, der Blog befasst sich mit Disappearing Forests und aus diesem Titel beispielsweise heraus wird die Anfrage an unser System abgesetzt und das System liefert Vorschläge, beispielsweise was für Hintergrundliteratur etwa in den Blog hinein integriert werden könnte. Und was wir jetzt tun ist, bring the content to the user. Wir pushen den Inhalt, die Inhalte der Bibliothek dorthin, wo sich die Nutzenden sowieso aufhalten, beispielsweise in ihrem Wiki oder in ihrem Blog. Und wo steht die ZBW da heute? Na, vorher noch die Idee, wenn wir das tun, ist, dass die Literatur, wenn wir sie in die sozialen Medien, da wo die Nutzerinnen und Nutzer sich bewegen, hineinpushen, dass sie dort viral vermarktet wird. Also wenn wir einen Econ-Store-Beitrag haben und Sie haben es in der Motivation zu Beginn gesehen, dann geht er zu Facebook, zu Foursquare, zu Twitter, Xing, in einen Blog auf WordPress-Basis hinein. Und in dieser Umgebung haben unsere Nutzerinnen und Nutzer alle Heerscharen von Fans oder Followers, je nachdem wie man das nennt, und die alle, müssen nicht alle sein, im besten Fall alle, aber ein Großteil von denen hat dann unmittelbaren Zugriff auf die Literatur und kann die weiterverwenden. Und dadurch erreichen wir natürlich Skaleneffekte, die mit einem Lesesaal nie erreicht werden können. Wo stehen wir als ZBW? Wir haben beispielsweise für Facebook eine Facebook-App entwickelt. Also das heißt, Sie können in unserem Econbiz Katalog, da haben wir 1 Million Open Access Dokumente drin, innerhalb von Facebook suchen. Das ist eine Facebook-App, also Sie müssen da nicht rausgehen. Die Leute sind da drin. Sie suchen nach Mobilized Marketing beispielsweise und dann kriegen Sie die Treffer in Facebook in der App angeboten. Unten sehen Sie Recommend, da können Sie dann draufklicken. Und wenn Sie draufklicken, heißt das, diese Veröffentlichung will ich meinen Fans oder Followers in Facebook, meinen Freunden in Facebook anbieten, dass die für mich interessant war. Dann kann ich da noch einen kleinen Beitrag hinschreiben, check this out, find it great. Und wenn ich dann auf Share klicke, dann wird diese Publikation in die Timeline von Facebook, der jeweiligen, hier in dem Fall Elisabetha, also der entsprechenden Nutzerin, hineingepusht. Da ist jetzt unser Content drin in der Timeline und da haben natürlich Ihre Freunde die Möglichkeit zu kommentieren, es zu liken oder auch wieder natürlich weiter zu empfehlen. Und das sind dann die viralen Effekte, die wir hatten. Hier sind wir noch nicht so weit, dass wir automatisch quasi erkennen, was die Nutzerinnen und Nutzer tun, um dann Angebote zu machen. Das ganze Thema gehen wir an in einem EU-Projekt, das jetzt gefördert wurde und wir haben für die nächsten 3,5 Jahre 6,9 Millionen Euro, um hier die Technologien zu entwickeln, die ich Ihnen eben vorgestellt habe. Weitere Arbeitsfelder im Bereich der Technologie und hier wieder etwas mit Bezug zu den Bibliotheken. Ich habe Ihnen diese komplexen, ausführbaren Publikationen, Executable Papers gezeigt.
Wie wollen wir die eigentlich katalogisieren? Weil es dankt jetzt nicht mehr nur, den reinen Textinhalt zu katalogisieren. Wir haben plötzlich auch Daten hinten dran, wir haben eine Software hinten dran. Die Frage stellt sich auch, wie wollen wir das Langzeitarchivieren? Also ich habe hier in der Staatsbibliothek zu Berlin mir das Digitalisierungszentrum angeschaut und es war faszinierend zu sehen, wie die alten Bücher digitalisiert werden und die Haptik der Bücher, das ist natürlich großartig. Das haben wir alles in dieser Welt nicht mehr. Und die Frage ist, können wir überhaupt sicherstellen, dass das, was wir heute auch als Executable Paper haben, in 100 Jahren immer noch verfügbar machen können? Weil wir müssen das Datenformat lesen können, die Software muss in 100 Jahren noch laufen und die Daten müssen auch noch in irgendeiner Form verfügbar sein. Und schließlich die Frage, das war der Eingang, die ganzen Social-Media-Technologien, wie wir sie heute haben, wurden von ihrem Ursprung her nie dafür entwickelt, Forschung mitzumachen. Aber es hat eine Bewegung eingesetzt, dass die Forschungsgemeinschaft diese Werkzeuge nutzt, um sich zu vernetzen, um zu publizieren, um sich auszutauschen. Und die Frage ist, eignen sich diese Technologien, Wikis, Blogs, wie sie alle heißen, dafür überhaupt? Jetzt komme ich zum dritten Bereich, zur Nutzungsforschung. Die ist für Bibliotheken immer wichtig, weil wir Bibliotheken haben ja fürchterliche Angst, dass man uns nicht mehr braucht, weil das alles in diesen sozialen Medien da jetzt sich hineinverlagert. Und also das große Ende der Publishing-Industrie ist das Schreckensgespenst aller Bibliotheken. Dazu möchte ich Ihnen gleich eine Vorstellung zeigen. In der Usability, in der Nutzungsforschung geht es darum, welche neuen Formen der Wissenschaftskommunikation haben wir innerhalb der Forschungsgemeinschaft, aber auch zwischen Öffentlichkeit und Forschungsgemeinschaft. Wir haben zum Beispiel derzeit in Deutschland diesen Pakt für Forschung und Innovation. Da gibt es einen Monitoringbericht zu. Das heißt, die vier großen Forschungsorganisationen werden da bewertet. Und die Indikatoren, die Kriterien sind wirklich Science 1.0. Irgendwie wie viele ERC-Grants, also so ein High-Level-Grant auf der europäischen Ebene, wie viele Promotionen, wie viele gemeinsame Berufungen, also wirklich Science 1.0 par excellence. Das Engagement vieler Forschungseinrichtungen, Universitäten, außeruniversitären Forschungseinrichtungen im Web 2.0 wird da an keiner Stelle gewürdigt. Also dass beispielsweise die Leibniz-Gemeinschaft einen großartigen Auftritt etwa in Facebook hat, dass Fraunhofer einen großartigen Wissenschaftsblog hat, über den sie ihre Ergebnisse für die Öffentlichkeit aufbereitet. Es gibt keinen einzigen Indikator, der diese Aktivität und dieses Engagement würdigt. Also auch hier die Frage, die wir angehen, wie können wir da einen Beitrag zu leisten, dass sich das ändert. Und nun zum Schreckensgespenst. Die Frage, the future of publishing, hat die Publishing-Industrie überhaupt eine Zukunft? Und wenn die keine mehr hat, stellt sich auch die Frage, wie ist das bei uns in den Bibliotheken? Da will ich Ihnen kurz ein kleines Video zeigen, das das eigentlich ganz schön illustriert. Dauert 2 Minuten. Ja, das. This is the end of publishing and books are dead and boring. No longer can it be said that we like to read. My friends and I, we don't like the way books feel in our hands. It's not true that I don't follow trends. I know what I want when I see it, and packaging is more important than content. I have to tell you, my attention span is too small for big ideas. And it's just not true that I read a lot and I like learning. I don't care. And you should never think I've got to be concerned with environment and sustainability. What I really hope you get is you've got to open your eyes to my values. What's important to me is what Lady Gaga is wearing. And I don't really care all that much what Gandhi did last century. I think it's unbelievable that you're actually listening to us. What's important for you is you'll find customers for your products. You think your job's done if we like your brand. We'll do it for you on Facebook, on our mobiles, me and my friend. Was? Es ist hier ganz schwarz, nämlich. Alles schwarz. Ich sag ja, das Schreckensgespenst der Bibliotheken. Nein, nein, das ist die Batterie.
Nein, das kann sein, dass ich jetzt einmal neu starten muss, weil der sich völlig aufgehängt hat. Ich starte ihn neu und dann gucken wir weiter. Aha. Es ist ja eine Werkstatt, ein Werkstattgespräch. Ich kann schon mal in die Runde schauen, ob bis zum jetzigen Zeitpunkt schon Fragen oder Kommentare sind. Wir hatten ja schon zwei Bereiche adressiert und dann könnte ich die aufgreifen und wir könnten schon in die Diskussion gehen, während der hier neu hochfährt. Gibt es schon Fragen oder Kommentare zu dem, Herr Finger? Ja. Ja, also kann sicherlich auch ein Vorteil sein. Wir hätten gerne noch einen Partner drin aus dem Bereich der Wissenschaftstheorie. Da gibt es zum Beispiel ein großes Max-Planck-Institut, das sich damit befasst. Weil ich als Informatiker fühle mich da fast etwas überfordert. Ganz kurz Passwort, da muss man konzentriert eingeben. So, okay. Das ist also die Flüchtigkeit der Informationen, die wir haben, ist vielleicht auch viel höher, weil natürlich auch jetzt die Möglichkeit da ist, in sozialen Medien mal schnell was hinzuschreiben. Sicherlich nicht alles, was im Internet aufscheint, ist in der Tat archivierenswert. Das hängt sehr stark mit dieser Qualitätsfrage zusammen, die ich gestellt habe. Aber auch da ist für uns immer die Frage, wir hatten es vorhin mit der Floppy-Disk, also da, wenn Sie Daten auf so einer Floppy haben, ne? Von heute, was ist da erhaltenswert? Das Gesamtwerk, das heißt die Floppy mit den Daten drauf oder nur die Inhalte, also nur die Daten und die Floppy schmeißen sie dann irgendwann weg. Das ist ähnlich bei den Wikis und Blogs. Ne? Also wollen wir den Blog als Ganzes erhalten, damit der Kontext klar ist, in dem ein Beitrag veröffentlicht wurde oder nur den einzelnen Beitrag. Da tun wir uns auch, wir haben da noch kein richtiges Konzept in der ZBW, wenn wir solche Sachen mal katalogisieren wollen, ne? Ob es der ganze Blog ist oder der einzelne Beitrag. Da läuft noch die Diskussion, zumindest bei uns. Hier sieht es schon gut aus. Ist das irgendwas, was Sie kennen? Werkstatt. Oder soll ich ein anderes nehmen? Sie waren auch jetzt auf YouTube drauf, eigentlich Ihr Beitrag, oder? Ja, das kam jetzt mal so. Ich kann mal gucken, ob ich da hinkomme. Weil Sie waren ja, auch über nee. UMTS. Ja, bin ich aber jetzt nicht. Nicht. Jetzt sind wir aber auf dem freien, der. Das ist der falsche. Der falsche. Okay. Welcher ist der richtige? Der? SBB? Ja, aber Sie hatten noch diese UMTS, diesen Mast gehabt. Ja, wenn ich jetzt einen von denen nehmen will, welcher ist der richtige? Der hier? Eine Tagung war das denn. Aber da sind wir vorhin, haben wir ja auch nicht geschafft. Und da sind Sie auch. Zurück zu dem. Ja.
Okay. Okay. Okay, jetzt passt das aber schon. Jetzt wird das? Ja, ja. Jetzt muss ich nur zur Seite. Machen Sie das Bild wieder an. Okay. Geben wir ihm noch einen Versuch. Okay, geht nicht, dann machen wir weiter. So, was wir dann gemacht haben, ist, wir haben untersucht, was tun eigentlich die Studierenden der Wirtschaftswissenschaften speziell in Facebook? Nutzungsforschung, in dem Bereich sind wir jetzt. Wir haben 300 Studierende befragt, davon kamen ungefähr etwas mehr als 50% aus der BWL, 14% aus der Volkswirtschaft und dann der Rest hat sich verteilt über andere wirtschaftsnahe Disziplinen, wie beispielsweise Wirtschaftsrecht oder Wirtschaftsinformatik. Und die erste Frage war, welche Dienste werden eigentlich im Hinblick auf die Nutzung bei den WIWI-Studierenden eingesetzt, wie sieht die Verteilung aus? Und da sieht man, also das ist nicht verwunderlich, dass ein Großteil unserer Befragten Facebook nutzen, weil der Zugang zur Befragung war halt nun mal Facebook und nur wenige von denen sind in anderen Disziplinen. Uns hat halt interessiert, quasi welche nutzt ihr noch und wie lange seid ihr dort eigentlich? Und immerhin ein Drittel der Befragten sind mehrere Stunden täglich durchgehend online in Facebook. 30% der Befragten, das ist der blaue Teil, sind täglich mehrere Stunden in Facebook drin. Welche Aktivitäten machen eigentlich die WIWI-Studierenden im Social Web? Und da will ich die hervorheben, die mir wichtig sind. Die ersten beiden, das ist natürlich Kontakte pflegen, sich mit Freunden verabreden, aber auch studienrelevante Informationen suchen oder sich informieren über aktuelle Ereignisse aus Politik und Wirtschaft sind als wichtig oder sehr wichtig betrachtet. Also bis zu dem grünen Pfeil ist es als sehr wichtig beziehungsweise eher wichtig betrachtet. Das heißt, mehr als die Hälfte der Studierenden der Wirtschaftswissenschaften sucht im Social Web nach studienrelevanten Informationen. Das heißt für uns als Infrastruktureinrichtung, dass wir dort natürlich hinein müssen, weil da halten die sich auf. Oder sie suchen aktuelle Ereignisse aus Politik und Wirtschaft. Deswegen bespielen wir beispielsweise über den Facebook-Account der ZBW Kurznachrichten über neue Dinge, die sich speziell mit wirtschaftswissenschaftlichem Bezug ergeben. Das sind die Fragen also allgemein. Welche Aktivitäten macht ihr da? Studienrelevante Informationen suchen oder Ereignisse aus der Politik. Wir haben dann nochmal gefragt, wie werden eigentlich diese Dienste konkret fürs Studium genutzt? Also die erste Frage war nur, was macht ihr da? Und jetzt haben wir den Bezug zum Studium hergestellt. Wie nutzt ihr eigentlich diese Dienste für das Studium? Der erste Bereich ist wieder, weil es soziale Netzwerke sind, das klassische sich vernetzen, abstimmen, organisieren mit Studienkolleginnen und Kollegen. Und ich möchte wieder die beiden hervorheben, die relevant sind. Ungefähr 2/3 sagen, wir nutzen diese Dienste für den fachlichen Austausch über studienrelevante Informationen. Ungefähr auch etwas mehr als die Hälfte sagt, wir suchen nach Informationen für unsere universitären Aufgaben. Und zwar in diesen sozialen Netzwerken. Das war der Fragekontext, nicht im Internet, sondern in den sozialen Netzwerken. Und die nächste Frage war, mit welchen Diensten macht ihr das eigentlich? Sie sehen auf der rechten Seite Facebook, Fachblogs, Wikis oder Google Plus. Ich will den Bereich hervorheben, der relevant ist. Ein Großteil findet statt über, also Facebook, und zwar der fachliche Austausch.
Als ich studiert habe und dann promoviert habe, fand der fachliche Austausch am Kopierer in der Bibliothek statt. Welche Arbeit hast du denn gefunden? Zeig mal, ich mache mir eine Kopie und weiter ging's. Das findet heute in Facebook statt. Und wo suchen die Informationen? In Wikis, in fachlichen Wikis, wie wir es zu Beginn mit Open Wetware beispielsweise hatten. Das heißt, wir als Bibliotheken müssen eben auch schauen, wie können wir den Zugang zu diesen fachlichen Wikis, die eben in Ergänzung zu der klassischen Publikationsform auftreten, wie können wir den Zugang herstellen? Weitere Arbeitsfelder hier in dem Bereich der quasi Nutzungsforschung ist, wir müssen natürlich diese Nutzungsstudien für Kundenverhalten im Social Web ausbreiten. Wir haben jetzt eine bestimmte Zielgruppe, das sind die Studierenden in Wirtschaftswissenschaften, Science 2.0 müsste das auch tun für die anderen Wissenschaftsdisziplinen und dann natürlich auch für Forschende in unterschiedlichen Reifegraden, also wie verhalten sich die Postdocs beispielsweise mit der Recherche im Internet. Ich möchte auch erwähnen, dass wir im Forschungsverbund uns natürlich auch mit Fragestellungen zu Ethik und Recht auseinandersetzen. Also Recht, ich habe jetzt hier viel Facebook genannt, mir ist natürlich bewusst die ganze Datenschutzdiskussion, die dort stattfindet. Das adressieren wir auch. Ethik, man kann gezielt reputationsschädigende Mechanismen ansetzen, um bestimmte Personen zu schädigen. Also man nennt das so auf Twitter inzwischen diese Shitstorms, vielleicht haben Sie das mitbekommen, Boris Becker, der in irgendwie 160 Zeichen vier logistische Fehler gemacht hat, als er Merkel gratuliert hat dafür, dass sie den Nobelpreis gewonnen hat. Also man kann den Nobelpreis nicht gewinnen, Frau Merkel hat ihn nicht gewonnen und es waren noch Rechtschreibfehler drin und es hat einen Sturm der Entrüstung gegeben. Das können wir natürlich auch im wissenschaftlichen Bereich gezielt steuern und machen und das Erschreckende ist, wir haben keine vernünftigen Mechanismen, dem entgegenzuwirken. Das sind Risiken, die einfach da sind oder natürlich auch, wenn wir in frühen Phasen unsere Publikations- oder Forschungsergebnisse publizieren in Wikis und Blogs, wie stellen wir sicher, dass die geschützt bleiben? Also das sind alles Fragestellungen, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen, also Risiken und rechtliche Rahmenbedingungen in einem eigenen Arbeitspaket, wo es um Ethik und auch um Recht geht. Damit komme ich zur Zusammenfassung des Vortrags und möchte Ihnen jetzt nochmal hervorheben, was Sie so mitnehmen können. Das erste ist, Science 2.0 findet statt, ob es den Forschungsverbund gibt oder nicht. Wir verändern da nichts, wir wollen nur die Entwicklung verstehen, die Wirkungsmechanismen verstehen und gucken, wo man Einfluss nehmen kann, um die Forschungscommunity noch besser zu unterstützen. Also Science 2.0 als Forschungsverbund greift eine bestehende Entwicklung auf. Die Forschenden haben ihre Arbeitsweisen verändert. Unterschiedlich stark ausgeprägt in unterschiedlichen Wissenschaftsdisziplinen, aber es findet statt. Wir haben den ersten Grand Challenge, den ersten Bereich mit den neuen Arbeitsgewohnheiten gehabt. Da habe ich Ihnen beispielsweise gezeigt, dass in der Wissenschaft durchaus anders mit dem Medium Social Web umgegangen wird. Die können ihre Blogs noch zählen und machen ein Portal, wo die alle drin sind und sagen darüber hinaus, wir wollen die Qualitätssicherungsmechanismen aus Science 1.0 haben. Das heißt, eine Expertengruppe, ein wissenschaftlicher Beirat bewertet die Einzelbeiträge. Das ist das Beispiel für den ersten Bereich. Im zweiten Bereich bei der Technologie nehmen Sie mit, dass es wert ist, mal das Paradigma, das über Jahrhunderte sich in Bibliotheken entwickelt hat, nämlich dass man alles sehr schön gestaltet, um die Nutzenden zum Content zu bringen, dass man dieses Paradigma mal erweitert um ein Paradigma, wo man den Content, die Inhalte zu den Nutzenden bringt. Also wir drehen das um, wir pushen den Inhalt in die Social Media Kanäle und die dritte Challenge ist User Behavior Research, also Nutzungsverhalten. Ich habe Ihnen die Ergebnisse einer Studie gezeigt, die wir bei den Vivi-Studierenden durchgeführt haben. Hier ist mir eben wichtig, dass Sie mitnehmen, die Entwicklung findet statt. Also die, was wir früher am Kopiershop oder am Kopierer in der Bibliothek gemacht haben, findet heute in Facebook, in Google Plus und auf Twitter statt. Damit bin ich am Ende meines Vortrags. Wenn Sie mich auf Twitter kommentieren, verfolgen wollen, haben Sie dort die Adresse. Sie können mich aber auch traditionell per E-Mail erreichen. Eine Postanschrift gebe ich inzwischen nicht mehr an. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Und jetzt stehe ich natürlich für Fragen und für die Diskussion offen. Das ist ja für uns ganz wichtig, dass wir uns auch mal mit den Belangen und Bedürfnissen der Community auseinandersetzen, um das in dem Verbund dann zu adressieren. Haben Sie da Fragen, Kommentare, Hinweise? Ja, bitte. Ich hätte gleich mal eine Frage auch zu dieser Umfrage, die Sie gemacht haben unter den WIWI-Studierenden. Haben sich Ihre Fragestellung unter anderem auf diesen letzten Punkt der Netiquette bezogen, ob die unter Klarnamen zum Beispiel auftreten oder unter irgendwelchen Spitznamen bei diesen Recherchen, die Sie dann in diesen Social Medias machen? Nein, das ist aber ein Punkt, ist ein Projekt im Forschungsverbund, Netiquette in Social Media für die Forschungscommunity. Also üblicherweise ist es da halt so, man duzt sich, man hat keine Klarnamen, man hat irgendwelche Aliase. Die Frage ist, was ist da eine Systematik für die Forschungscommunity? Ist ein ganz konkretes Projekt, das angeboten wird, wo ZBW und ZPIT, das ist auch ein Leibniz-Institut für Psychologie, die dort als Partner mitwirken. Ist aber eine ganz wichtige Fragestellung. Wir haben es hier jetzt noch nicht adressiert. Das sind zwei Fragestellungen. Eigenen Berufsleben bekannt ist, eben abstellen wollen. Ja, einfach die Problematik aufreißen, wie man Wissenschaftler, die Nachwuchswissenschaftler insbesondere, die eben unter Bedingungen von Science 1.0 eben Karriere machen müssen, wie man die dazu gewinnen kann, eben Instrumente auszuprobieren, die eben unter 1.0 Bedingungen noch keine Reputation haben, aber eben unter 2.0. Ja, das ist auch natürlich eine spannende Frage. Es hängt auch sehr stark mit Open Access zusammen, ne? Also ich tue mich im Moment auch schwer, unseren Nachwuchsforschenden die wissenschaftliche Karriere anstreben, also in der Informatik, sie dazu zu überreden, alles Open Access zu veröffentlichen, weil sie halt nicht den Impact kriegen einer Veröffentlichung in einem traditionellen Medium. Das hängt damit zusammen, dass wir auch, ich hatte das im Zusammenhang mit der Forschungskommunikation zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit angesprochen, wir haben noch keine Kriterien, anhand derer wir auch die wissenschaftliche Qualität von Forschenden im Social Web charakterisieren können. Also beispielsweise sind die Referrer eines Blogs, ist das ein Indikator dafür, dass da was Gutes passiert? Oder sind die, wenn ich in Twitter Forschungsergebnisse verbreite, die Anzahl der Retweets, ist das ein Indikator? Das ist auch ein Thema, das wir angehen müssen, um hier quasi Metriken zu finden, die eben Science 1.0 ergänzen. Und darin würde auch gleich meine zweite Frage anschließen wollen. Also Sie haben jetzt das Stichwort alternative Metriken genannt. Sind das auch als alternative Metriken ein Feld, das Sie in Ihrem Repositorium EconStore eben adressieren? Und eben einen Service implementieren, der genau die Nachnutzung von Publikationen, die in EconStore abgelegt sind, im Social Web eben als alternative Metrik ausweist. Wir haben zum Beispiel, es war ein Punkt, der hieß Reputationsmanagement, wir haben in Feldversuchen festgestellt, also mit Forschern aus der Community, aus den Wirtschaftswissenschaften, haben die gebeten, quasi sich auf Twitter zu platzieren und immer über Twitter anzukündigen, wenn sie auf EconStore eine neue Publikation hochgeladen haben. Man hat über einen repräsentativen Zeitraum feststellen können, dass eine Korrelation da ist. Die Leute, die eben in Social Media über beispielsweise Twitter ihre Publikationen bewerben, hatten mehr Downloads als die, die es nicht tun. Beziehungsweise konnten wir auch sehen, dass innerhalb der ersten 3 Tage nach Versenden des Tweets sehr viele Downloads dieser speziellen Publikation stattgefunden haben. Das fällt bei uns beispielsweise in die Rubrik Reputationsmanagement hinein, dass wir den Forschenden auch helfen, diese Mechanismen zu nutzen, um sich möglichst gut in dieser Forschungsgemeinschaft zu positionieren. Denn es ist ja nicht Kernauftrag der Forschenden, sich über Rechte zu kümmern, sich um Rechte zu kümmern, sich um Reputationsfragestellungen zu kümmern. Das ist ein Service, den wir anbieten wollen. Darf ich mir erlauben, noch eine dritte Frage nachzuschieben? Aber mich würde also Ihre Einschätzung sehr interessieren, wie Sie eben das Potenzial von ORCID und eindeutigen also Identifikatoren für Personen eben einschätzen. Von dem Feld, von dem Hintergrund des Science 2.0, also in dem eigentlich ein Kommentar zu einem Blog eben einer Person eindeutig zugerechnet werden kann, denke ich, gibt es ja ein ganz neues Feld, eben genau diese Beziehung dann auch quantifizierend nachzuweisen. Ja, also da, das jetzt, also klar, das ist so, da, also die Bibliotheken haben da ja schon viel getan, also wir haben WIAF oder die GND, im Bereich des Semantic Web haben wir Friend of a Friend, also haben wir Semantiken, semantisches Vokabular, um genau solche sozialen Beziehungen einmal auszuwerten und zu interpretieren.
Das ist also der Ansatz, über den wir reingehen werden. Wir tun es, also wir als ZBW tun es derzeit nicht. Das hängt aber nicht daran, dass wir es nicht gut finden. Wir haben einfach da keine Ressourcen derzeit für. Jetzt war hier vorne eine Frage noch. Besteht die noch? Sehr schön, dann kriegen Sie ein Mikrofon. Guten Abend, vielen Dank erstmal für den spannenden Vortrag. Ich hätte noch eine Frage, und zwar gibt es schon Erkenntnisse darüber, wie unter den Bedingungen des Social Web sich momentan die Interaktion zwischen der etablierten Wissenschaft und dem, was Sie als Wissenschaft bezeichnet haben, wie sich das gestaltet, ob die etablierte Wissenschaft, ob die interagiert oder ob sie sich eher abschottet von sozusagen dem Lärm vielleicht, ja. den sie wahrnimmt, aus dem Social Web heraus. Es ist eine, ja, also das ist in der Tat auch noch nicht ganz ergründet. Wir haben konkret eine Veranstaltung, Global Economic Symposium, die wir mit unserem Partnerinstitut, dem Institut für Weltwirtschaft in Kiel machen. Da sind wir zuständig für die ganze Social Media Kampagne. Und ich habe halt den Präsidenten des IFW, Institut für Weltwirtschaft, ganz offen gefragt, wie schmutzig willst du das GES haben? Das heißt, wie viele Citizen Scientists willst du da drin haben? Weil natürlich der Forschungsanspruch und die Forschungsqualität mitunter verwässert, wenn man in die sozialen Medien hineingeht. Und das ist eine Diskussion, dass wir haben das jetzt im zweiten Jahr gemacht. Wir haben erstmal für die Veranstaltung enorme Sichtbarkeit generiert. Also während der zwei Tage hatten wir 180.000 Personen erreicht über die Veranstaltung an sich. Wir müssen jetzt gucken, und das soweit sind wir einfach noch nicht, wie wird überhaupt diese Interaktion stattfinden? Wie nehmen die Forschenden das auf, wenn sie sich plötzlich mit den Citizen Scientists austauschen müssen? Wir machen in dem Zusammenhang, haben wir speziell, wir nennen das Open Solutions, also wir haben Diskussionsbereiche, wissenschaftliche Diskussionsbereiche, die wir gezielt in Social Web stellen. Wir betreuen die auch, wo wir eben beide Gruppen zusammenführen und mal gucken, wie die interagieren. Aber ich habe noch nicht so viele Ergebnisse, dass ich sagen kann, so und so ist es. Aber ist ein großes Thema, also wie schmutzig wollen wir die Forschung haben, wenn ich es mal so sagen darf. Hier vorne ist eine Frage, gern. Ich habe noch eine Frage zu den Geräten, die benutzt werden und ob Sie da irgendwelche Klassifikationen schon erarbeitet haben, weil ja zum Beispiel diese Facebook-Befragung, die Sie gemacht haben, diese mehreren Stunden am Tag, die Leute auf Facebook verbringen, ist ja praktisch nur mit Handheld-Devices möglich. Also die gehen über ihr iPhone auf Facebook, die sitzen nicht vor dem Computer mehrere Stunden täglich. Arbeiten Sie dazu auch? Also mich würde es interessieren, was Sie da für Gedanken dazu haben, wie die Leute eben auf diese Contents zugreifen, mit welchen Geräten. Also der große Trend ist natürlich mobiles Endgerät. Also all unsere Angebote, Ecompass, was ich gezeigt habe, können Sie auf iPhone, iPad und Android als App auch einsetzen. Facebook ist, das ist ja ein großes Problem von Facebook, obwohl es so jung ist, ist es eben entstanden in der alten Zeit, als man noch solche Laptops und PCs nutzte. Und ein großes Problem von Facebook ist die geringe Optimierung für mobile Endgeräte. Das ist ein Hintergrund, deswegen bin ich nicht sicher, wie viele Leute tatsächlich mit Facebooken über ihr mobiles Endgerät, also sicherlich nicht Smartphone, die Tablets vielleicht schon eher, weil die Fläche größer ist. Wir haben aber, also wir jetzt als ZBW haben noch nicht die Endgeräte in der Hinsicht untersucht oder die in den Untersuchungen adressiert, mit welchen Endgeräten tut ihr das eigentlich. Meine Erwartungshaltung ist halt, und die nächste Generation sind die ganzen Tablets, die werden hier diese Geräte ablösen, und die große Sorge von Facebook und den anderen Netzwerken ist halt, dass es irgendwann eins gibt, das optimiert nur für mobile Endgeräte entwickelt wurde. Das ist auch eines der Risiken, die wir adressiert haben. Was tun wir eigentlich, wenn wir alles auf Facebook oder Google Plus ausrichten und in zwei Jahren, und das kann sein in der Dynamik, gibt es was Neues. Das ist auch schlimm für die Forschenden. Dann ist plötzlich deren Content weg, kriegen sie ja nicht mehr raus. Also das, wir haben das als Risiko adressiert, aber ich kann Ihnen noch nicht sagen, eine Empfehlung geben, wie Sie damit jetzt umgehen sollen. Und direkt die Nachbarin, bitte. Ja, danke, mich interessiert dieses Einspielen der Inhalte in die Blogs.
Ja. Da ist die Frage, ist das im Versuchsstadium, war das hier ein Beispiel oder machen Sie das ständig? Und wenn, wie viele Leute sind damit beschäftigt bei Ihnen? Wir haben diesen Content-Push in einem anderen Bereich gemacht, als ich in Graz war. Da ging es darum, quasi Wissensmanagement oder Unternehmensinhalte an die Arbeitsplätze der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vom Unternehmen zu pushen. Also diese Technologie gibt es, allerdings bezogen auf quasi ein Unternehmensintranet. Was wir jetzt tun in dem EU-Projekt, ist das eben erweitern aufs Internet. Und das Projekt, wir haben jetzt am 7. Februar mal Kick-Off-Treffen in Graz mit den Partnern. Das beginnt an der Stelle. Wenn wir es im Internet machen, kommen es auch Recht und also Privacy und europäisches Datenschutzrecht ein großes Thema. Wir haben einen Partner drin, der sich um nichts anderes kümmert als nur darum. Also wenn wir das nicht hätten, hätte man schnell die Technologie fertig. Aber Privacy-Issues und Datenschutzrecht wird es wahrscheinlich technologisch auch ein bisschen schwierig machen. Und wie viele Leute sind, also 6,9 Millionen Euro, da kann man schon Heerscharen beschäftigen, das sind bestimmt 20 Personen. Wir haben 3,5 Jahre, also da ist relativ viel Geld da, was voranzutreiben. Ja. Ich würde gern nochmal auf die Situation der geisteswissenschaftlichen Fächer auch in diesem Zusammenhang kommen. Sie hatten ja diese eine Folie mit dem Artikel aus der Süddeutschen Zeitung, die stach ja heraus, eine Folie voller Text, kein Bild, sehr nüchtern und war ja im Duktus, Sie haben das ja referiert, der Artikel eben, man zieht da viele Sicherungsebenen ein und versucht so etwas aufzubauen, aber sehr vorsichtig. Das ist ja die Quintessenz daraus. Und ich denke, die Kollegen, die das machen in dem IPOTES.org, sind ja eigentlich, sie wollen das propagieren in dem Bereich, in der Geschichtswissenschaft insbesondere, kommt ja stark aus dem Bereich. Und sie tun es so, weil es erstmal darum geht, Akzeptanz überhaupt zu schaffen in einer Community, die sehr zurückhaltend, sehr skeptisch ist. Ja. Mit diesen sozusagen atavistischen Mechanismen aus der 1-0-Welt von oben nach unten. Ich frage mich ein bisschen eben, was sind die Gründe oder warum ist diese Zurückhaltung da in dieser Community? Und ich denke, es hat zu tun mit den kritischen Punkten, die jetzt in verschiedenen Fragen ja auch schon kurz berührt wurden, wie Integrität der Texte, der Inhalte, Zurechenbarkeit der Inhalte, das nicht klare Qualitätssicherungssystem, auch ein Aspekt wie Aufmerksamkeitsökonomie, also wie, was kann ich lesen, kritisch lesen, reflektieren in einer akzelerierten und durch sehr viel größere Mengen von Content gekennzeichneten Publikationswelt. Und ich vermute, es könnte damit zu tun haben, in diesen Wissenschaften ist einfach der große Text, die Monographie, die lange ausgearbeitete Abhandlung, die mehrfach durchgearbeitete, quellenbasierte Abhandlung, ein Verständigungsmedium, was offensichtlich von der Materie, um die es geht, das Adäquate ist. Jedenfalls sieht es diese Community im Moment so. Ja. Es ist nicht so sehr das 1,5-Seiten-Paper, es ist wenn der 20-Seiten-Aufsatz mit reichlich Fußnoten und Quellenbelegen. Ja. Und ich vermute, dass diese Diskursform, die offenbar den Inhalten inhärent zu sein scheint, etwas damit zu tun hat, dass es Zurückhaltung gibt, ohne dass ich sagen würde, es ist ausgeschlossen, dass es Bedeutung bekommt. Mhm. Aber der Push und die Dynamik, die es in Ihren Fächern hat und in den Life Sciences, scheint mir auch damit zusammenzuhängen, dass die Diskursform der Inhalte eine andere ist oder die Diskursform, die sich aus den Inhalten ergibt. Und da würde ich Sie gerne fragen, ob Sie das nachvollziehen könnten, so eine Argumentation. Also in dem Beitrag der Süddeutschen war ja auch in so einem Unterbereich hervorgehoben, die Monographie in den Geisteswissenschaften ist immer noch der Goldstandard. Also die Monographie, das kann ich mir gut vorstellen, dass es mit der Art der Inhalte zusammenhängt. Ein anderer Bereich, den wir noch anschauen, bezogen auf die Wirtschaftswissenschaften, ist die Frage der Technologieaffinität. Welche Auswirkungen hat die Technologieaffinität einer bestimmten Community auf deren Arbeitsweisen in diesem Social Web? Also bei mir in der Vorlesung, in der Informatik, die hängen da alle mit irgendwelchen, Rechner ist sowieso immer an, immer irgendwie online und Mobile Phone und so weiter. Ich frage mich, wie die mir zuhören, aber ich halte trotzdem die Vorlesung durch. Das ist halt eine andere, also das ist eine sehr hohe Technologieaffinität. In den Wirtschaftswissenschaften sind die Leute schon etwas zurückhaltender. Also vor allen Dingen dann gar nicht so sehr unter den Studierenden, aber natürlich in den fortgeschrittenen Stadien der wissenschaftlichen Karriere. Das ist auch ein anderer,
andere Kultur des Miteinanderumgehens als beispielsweise bei uns in der Informatik, musste ich mich sehr dran gewöhnen, als ich nach Kiel kam. Ich glaube, es gibt also neben den Inhalten andere solche Merkmale, die Auswirkungen darauf haben, dass sich die Community jetzt mal speziell in Geisteswissenschaften als so verhält, die in Wirtschaftswissenschaften vielleicht etwas anders. Aber natürlich, also in den Wirtschaftswissenschaften ist das, also um und auf ist die Zeitschriftenpublikation. Das ist das Große und dann gibt es davon eine Pre-Publication, die gehen in Open Access Repositories rein und damit können wir das pushen. Dieser Mechanismus würde in der Informatik beispielsweise gar nicht funktionieren. Wir haben keine Pre-Publications. Bei uns geht das gleich raus. Und dann, also da sind viele solcher Kriterien dran, die dazu führen oder beeinflussen die Geschwindigkeit, mit der diese Technologien angenommen werden von den Communities. Ja, yes. Ja, ich würde gerne den Punkt der Zurechenbarkeit noch einmal aufgreifen. Ist ganz am Anfang in der Diskussion ja auch schon danach gefragt worden. Zurechenbarkeit gerade von Texten ist ja nicht nur eine Frage der persönlichen Eitelkeit, sondern auch der Karrierechancen. Und insofern, je mehr Texte jemand veröffentlicht hat, nach Goldstandard oder anderen Standards, je nach Wissenschaft, desto besser werden seine Karrierechancen in einem bestimmten akademischen Umfeld. Und insofern war der Punkt, den Sie erwähnt haben, dass diese Bestrebung, Eingriffe in Texte, Veränderung von Texten, wo am Ende vielleicht auch gar nicht mehr klar ist, wer ein Autor ist, muss sich ja irgendwo dann in der Institution oder in den Institutionen widerspiegeln. Insofern wäre meine Frage, behandeln Sie das in Ihrem Projekt auch an irgendeiner Stelle, inwieweit die Universitäten, gerade auch zum Beispiel die Geisteswissenschaften, solche veränderten Standards dann vielleicht auch berücksichtigen oder eben nicht? Ja, ja. Also ich glaube, das gibt ja einen riesen Aufschrei, ne? Wenn wir jetzt damit kommen würden und sagen, wir postulieren jetzt alle Veröffentlichungen unter eine Lizenz raus, die es erlaubt, sie beliebig nachzubearbeiten. Das ist halt Wikimedia Foundation. Die Wikimedia Foundation ist die Organisation, die als ein Projekt die Wikipedia hat. Dann können Sie es zuordnen, ne? Und die publizieren halt alles Share Alike by Version 3.0. Das heißt, es darf verändert werden. Man muss nur den jeweiligen, die Vorautoren oder Autorin muss man immer benennen. Also das sagt dieses by, also Attribution zu dem ursprünglichen Autor. Die Diskussion beginnt. Also und Wikimedia pusht das sehr stark. Aber auch hier kann ich noch nicht sagen, so wird es sein. Bitte, da ist noch eine Frage. Ja, ich frage mich, und ich frage jetzt Sie, wie Sie das Verhältnis sehen, und zwar die Verknüpfung zwischen Science 1.0, Science 2.0, Web 1.0, Web 2.0 und das klassische Buch oder die Zeitschrift. Denn es kann ja durchaus sein, wenn man das versucht zu untersuchen, dass man herausfindet, dass für manche Arten der Publikation bestimmtes Medium, altes Medium oder mittleres Medium besser ist als ein anderes, was aber nicht bedeutet, dass man einen Beitrag in Web 1.0, also PDF-Datei, publiziert und lanciert über die sozialen Medien. Untersuchen Sie das? Ja, also das muss ich sehen, wir speziell als ZBW nicht, im Forschungsverbund könnte es sein, dass es da untersucht wird, aber ist natürlich ein wichtiger Punkt. Also das, was ich vorgestellt habe, Science 2.0, heißt ja nicht, dass mit Science 1.0 zu Ende ist, sondern das ist einfach eine Erweiterung der Forschungsmöglichkeiten, die wir haben. Das bezieht sich auch darauf, wenn ich sage, wir können einen Paradigmenwechsel in den Bibliotheken machen. Das heißt nicht, dass die Leseseele jetzt weg müssen, sondern wir haben neue Möglichkeiten in dem Social Media-Bereich, die es uns ermöglicht, unseren Content rauszupushen. Ob wir es untersuchen, also das hängt von den Partnern des Forschungsverbundes ab. Ich sage Ihnen, damit Sie meine Erklärung verstehen, wie wir das tun. Wir machen das eben Web 2.0-like. Also wir haben unseren Kick-Off-Workshop. Jeder wurde eingeladen, jede Partnerorganisation Projektvorschläge zu machen. Die mussten heute abgegeben werden. Und dann gibt es während der Veranstaltung einen Projektmarktplatz. Da wird dann das Projekt vorgestellt und jeder muss sich Partner
Organisationen suchen, die am Projekt mitmachen. Und also wie halt im Web 2.0 auch, wenn es keinen gibt, gibt es das Projekt nicht. Also wir haben da keine Governance-Struktur, die von oben sagt, wir müssen das Thema machen, wir müssen das Thema machen, sondern sehr stark bottom-up. Und das wird angenommen in dieser Welt. Also ich war ganz erstaunt. Meine Sorge war, dass ich keine Projektvorschläge bekomme. Aber da sind heute so viele Mails reingegangen, da haben wir genug. Und das hängt dann sehr stark davon ab, wie viele solcher, also ob in dem Bereich ein Vorschlag ist. Wir haben ein Arbeitsprogramm versprochen gegenüber Leibniz. Und wenn wir dann Arbeitspakete haben, in denen wir keine Projekte haben, müssen wir steuernd eingreifen. Zum Beispiel kann es nicht sein, dass wir uns nicht mit den ethischen und rechtlichen Fragen zu Science 2.0 auseinandersetzen. Das muss irgendwo adressiert werden. Gut so. Wir können es vielleicht mal so machen. Wer hatte noch eine Frage? Wissen Sie, so letzte Runde klingelt es in... Also eine Frage ist hier noch. Ich sammle mal. Wer hat noch eine Frage? So letzte Bestellung. Ja, ich hatte noch eine Frage zu diesem Verwässern durch Laienbeteiligung, weil also diese Laien sind ja oft sehr mächtige, können ja sehr mächtige Parteien sein. Zum Beispiel bei Ihnen in Wirtschaftswissenschaften kann ich mir vorstellen, dass vielleicht Leute in der Wirtschaftsberatung sich auch interessieren für Forschung und da irgendwas zu sagen haben oder sich beteiligen. Also das sind ja jetzt nicht die Leute, die vielleicht Zeitung lesen oder die man sich so vorstellt, die eigentlich keine Ahnung haben, jetzt in Anführungsstrichen. Ja. Also ich mache Wissenschaftsgeschichte und da gibt es natürlich auch Blogs zu Wissenschaftsgeschichte und es gibt natürlich auch Wissenschaftler, die sich beteiligen oder die Blogs haben und die natürlich einen hohen Status haben in dem Feld als Wissenschaftler, auch wenn sie keine Historiker sind. Und das sind ja dann... das können ja sehr mächtige Parteien sein, nicht im Sinne von Wissenschaft, aber im Sinne von politisch. Ja, da haben Sie recht, nur wir können nicht kontrollieren, wer mitmacht. Also wenn wir bei der vorhin angesprochenen Tagung quasi ein offenes Diskussionsforum zu einer Themenstellung über Social-Media-Kanäle bewerben, können wir nicht sagen, aber nur Citizen Scientists, die diese Qualitätskriterien erfüllen. Das ist halt außerhalb unserer Kontrolle. Und es ist auch nicht steuerbar. Und deswegen ist es schon ein Thema, dass man sich mit der Frage auseinandersetzen muss, was es ist eigentlich, oder es ist, ne, Davos hat jetzt, findet derzeit statt, hat riesige Social-Media-Kampagnen. Ist natürlich auch gefundenes Fressen für Gegenkampagnen der ganzen Globalisierungsgegner. Und wir brauchen die Mechanismen, die uns irgendwie helfen, das in einer Form zu steuern. Aber es ist schwer steuerbar, weil Sie wissen nicht, ob jetzt ein Beitrag von einem Globalisierungsgegner kommt oder von einem erfahrenen Forschenden. Das hat dann auch viel mit den Klarnamen zu tun, die vorhin genannt wurden. Und das ist ein bisschen die Schwierigkeit an dieser Bottom-up-Governance-Struktur. Das ist halt Darf nicht, man denn noch steuern in 2.0? Tja, das ist, also ich bin eigentlich ein Fan davon, das ist nicht zu tun. Ich würde es wirklich offen lassen, so machen wir auch den Forschungsverbund. Ich meine auch, die Netzgemeinschaft muss sich selbst steuern. Aber das hat Auswirkungen, wenn Sie Wissenschaft machen, hat das plötzlich dramatische Auswirkungen, ne, auf die Form, wie man Wissenschaft macht im Vergleich zu bisher. Für diese Transparenz, dann funktioniert es nicht. Genau. Das haben Sie auf den Folien auch wunderbar gezeigt. Gut, vielen, vielen Dank für die vielen anregenden Fragen, die Sie hatten. Ich hoffe, Sie nehmen ein bisschen was mit von dem, was ich erzählt habe. Herzlichen Dank. Ja, gern. Gern. Ist das Ihr eigenes Gerät gewesen?